Du, hello und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreadout, Keepers of the Dark. So, wir sind jetzt im Besitz von 13 Nadeln, 14 gibt's insgesamt, also fehlt uns natürlich noch eine. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal zu den Grabsteinen gehen, um zu gucken, ob da irgendwas Neues zu finden ist. Und da tauchen wir auch direkt ins Geschehen ein. Ich bin super hochmotiviert. Ich werde heute etwas schaffen in diesem Let's Play. Das schneide ich raus. Es ist dunkel. War es vorher auch schon dunkel? Oha, es ist mega dunkel. Ich sehe ja gar nichts hier. Holy shit. Man sieht gar nichts. Ist das Spiel so fucking dunkel oder was ist hier los? Okay, ich weiß gerade ungefähr, wo wir sind. Wird es jetzt hier heller? Ey, es ist fucking dunkel. Das ist doch nicht normal. Gut, wenn da der Stein ist, dann habe ich mich offiziell verlaufen. Ich möchte nur zu den Grabsteinen kommen. Ey, das ist echt nicht normal gerade. Das ist echt überhaupt nicht normal gerade. Moment mal, wenn hier... oh. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die letzte Nadel. Hello. Oh, das Licht ist heller. Es kommt immer noch so übelst dunkel vor. Wir haben alle Nadeln. Ja, supi. Ich glaube, die müssen wir in der Schule irgendwie benutzen, weil da ja alles angefangen hat. Jop, da haben wir es. Es ist die Nummer 106. Also kann es sein, dass wir es eventuell dafür brauchen, aber jetzt gehen wir erstmal zu den Grabsteinen und schauen, ob... Das ist schon mal gut. Ich meine, wenn jemand rumschreit... Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Vor allem, der kam völlig random. Ja. ja, kann... ich hoffe, wir können irgendwas dagegen tun, dass der Typ auftaucht. Auf jeden Fall scheint da Licht nach unten. Auf diese schönen Grabsteine, also unsere Objekte. Weil alles dunkel ist, schätze ich mal, dass wir eventuell sogar was machen können. Oh, der Mond ist so wunderschön. Oh! Okay. Ich schätze mal... delicious ist das. Oh, ist das wieder geil. Warum denn so viele auf einmal? Was was ist das denn hier? Leute. Ach, komm schon. Linda, du bist ja wohl dazu in der Lage, so schnell zu laufen, dass sie den nicht kriegen, oder? Yo. Genau. Scheiße. Also, auf jeden Fall gibt's hier was. Aber das Ganze finde ich überhaupt nicht schön, weil der eine rennt auf uns zu, der andere schiebt eine Axt oder so hin. Ach nee, die benutzen jetzt die ganzen Sachen, die über den Grabstein waren, als Waffe. Das ist ja richtig mies. Also hat der eine eine E-Gitarre, der andere hat einen Pfannenwender, der eine hat einen Helm und ich bin tot. Alles klar, das wird wieder so eine Folge, in der ich 100-mal sterben werde. Aber zum Glück kann man ja Videos zusammenschneiden, Leute. Auf ins Geschehen! Bam! Bam! So, jetzt, diesmal wird es besser laufen. Ich glaube, wenn er zu nah kommt, müssen wir den. Wir müssen auf den Oschi aufpassen. Sobald einer springt, haben wir ein Problem. Ich werde mich jetzt erstmal konzentrieren! Oh Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ey, ist das unser Mitbewohner? Nee. Was heißt Mitbewohner? Schulkamerad. Jetzt habe ich sie alle soweit. Es geht im Blickfeld und da wurden wir umgenockt. Und jetzt werden wir wieder umgenockt. Nee, doch nicht. Es ist aber scheiße dunkel, muss ich gerade sagen.
Ja, der eine ist schon down. Das ist ja gar nicht so schwer. Ah! Aber creepy ist es schon. Hör doch auf damit. Anstatt mich damit zu verkloppen, solltest du mal anfangen, damit zu spielen. Ey, komm mal her, ja. Leg dich hin, geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen, habe ich gesagt. Los. Geht doch. Was jetzt? Huch. Bin ich hier jetzt fertig? Kann ich jetzt wieder gehen? Warte, steht da. Oh, der hüpft. Der lebt noch. Aber was ist denn das für eine? Ah! Ey, wenn der uns jetzt noch killt, ne? Ich hätte echt nichts dagegen, wenn es heller wäre. Ich hoffe, man erkennt irgendwas in der Aufnahme, aber ich denke schon. Vor allem jetzt. Oh, ja. Oh, fuck, 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 fuck. Leg dich hin. Schlaf, geh zu deinen Freunden. Hä? Wo ist er? Ah, hier. So, ich glaube einmal noch. Also alleine sind die gar nicht so stark. Hallo. Nochmal. Oh Gott. Ah, das ist gar kein Problem. Ich hab dich gleich weg. Also wenn das jetzt direkt beim zweiten Versuch gleich klappt, das wäre echt nicht schlecht. Ist doch nicht, hier steht Spirit Vanished. Oder Banished. Alles klar. Einfacher als erwartet. Das ist komisch. Normalerweise passiert das nie so schnell. Vielleicht schaffe ich es ja heute, das Spiel durchzuspielen. Die Tür da hinten war sonst nicht da. Sieht mir ganz nach dem finalen Boss-Tür-Raum, was auch immer, aus, an. Und wir können da noch nicht reingehen. Okay, wir können da doch reingehen. Das ist geil. Das ist voll episch. Aber ich würde gerne noch die Sachen hier beenden. Ich würde echt gerne die Sachen noch beenden. Was? Moment mal. Eine Kerze bei 108. Ach, das war das mit der Puppe. Ich glaube echt, dass wir das Spiel jetzt beenden können. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, hallo? They say his lash is quicker than his own shadow. Ja, Lucky Luke wahrscheinlich, ne? So, 103 haben wir. Ach, da gibt es auch noch was. Wir gucken in unserem Notizbuch. There's something powerful hostile in the area, but where is it? Ich würde gerne gucken, Grand Hall. Oh, ja, ja, ja. The owner might still be looking for the doll. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu Grand Hall. Die müsste. Das war jetzt die 108. Das war die Grand Hall. Ja. Kümmern wir uns mal drum und gucken, ob wir irgendwas mit der Puppe anfangen können. Und der Besitzer eventuell seine Puppe wiederkriegt oder das kleine Mädchen oder was auch immer. Hauptsache, wir kriegen irgendwas hin. Und wenn wir denn alles fertig haben, das dürfte aber noch ein paar Folgen dauern, denke ich, dann gehen wir endlich in diese finale Tür rein und dann kommt endlich heraus, dass unsere Lehrerin die ganze Zeit böse war und uns vergewaltigen möchte. Ich habe keine Ahnung. So, Mädchen, Püppchen, Schnuckelchen. Da du ja sowieso immer hier oben spawnst, wenn ich hier komme, dürfte es nicht lange dauern, bis du kommst und mein Bildschirm rot wird. Da ist sie. Sehr schön. So, kann ich dich jetzt aufheben? Das war's, oder was? Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Warum habe ich das vorher nicht gemacht? The door cannot be picked up. Ich habe sie doch eben gerade aufgehoben. Ja, 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 ich hab die Puppe, ich hab das Püppchen, so, und diese Puppe, ihr erinnert euch an das Pferd. Nee, das Mädchen, das Geistermädchen aus der ersten oder zweiten Folge da. Genau, das gehört ihr, das ist ihre Puppe, zu der müssen wir jetzt hin. Gut, dann gibt's jetzt einen Cut des Todes und dann sind wir da.
Ah, ne, dann kann ich mal ein oder so noch da, oder? Mato, TV! Heute, ich fährt auch an, dann kann ich mal da. Ja, so, dann sind wir jetzt auch mal da. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Haus laufen, zu dem kleinen Mädchen und hoffen, dass uns zwischendurch das Pferd nicht direkt übertrampelt, denn das wäre nicht so toll, denn dann wären wir direkt tot. Ne, eigentlich nicht. Wir sind noch in der Lage zu deutschen. So schwer ist es ja noch nicht anfangs, weil er erstmal stehen bleibt und es anguckt. Jetzt sollten wir uns aber mal Gedanken machen, denn jetzt kommt das Pferd, er wird zugelacht. Oh, wir sind ausgewichen. Gar kein Problem für uns. Das war ja einfacher als alles andere hier. So, genug Akzent. Widmen wir uns wieder der eigentlichen Aufgabe. Also wir haben jetzt offiziell die Puppe. Also müssen wir sie auch offiziell dem Mädchen geben können. Ich denke wirklich, dass es ihr gehört. Aber warum spawnt sich hier jetzt nicht? Das ist ja ganz schön assig jetzt. Moment, das ist jetzt echt assig. Warum spawnt die nicht? Warum spawnt die nicht? Muss ich irgendwas machen? Muss ich hier noch kurz rumlaufen? Ich meine, die war ja sonst immer da. Oh lol! Ich habe sie gerade überall gesucht. Sie kam einfach unterm Bett hervorgekrochen. Okay. Sind wir jetzt auch fertig? Ah, okay, hier haben wir es ja. So, bleibt uns nicht mehr allzu viel. Die Schule und bei den Grabsteinen soll noch was sein. Ich glaube, das bei der Schule wird noch ziemlich assig. Gehen wir nochmal zu den Grabsteinen und gucken, was da ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe nur, dass es da nicht immer noch so scheiße, stockdunkeldüster wie die Nacht ist. Denn das wäre nicht schön, denn dann kann ich mich nicht so gut orientieren. Denn ich habe eine Nachtschwäche. Und das ist nicht mal gelogen. Es ist hell, das ist sehr gut. Das ist sehr sexy. Gut, dann schauen wir uns hier mal eben um und hoffen, dass wir irgendwas Powerful-mäßiges finden. Mir fällt gerade ein, dass hier eventuell das, was mit den Powerful Hostel Mine, eventuell dieses Monster ist, was uns ge-one-hitted hat. Die Frage ist nur, wie wir das herbeibeschwören und wie wir es dann loswerden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Es kam zwar nicht mal ein Geräusch oder irgendwas, trotzdem kann man mal schreien wie ein Mädchen, ist gar kein Problem. Wie werden wir das Ding los? Ich habe gar keine Ahnung. Wir können uns nicht nähern, ohne dass es instant auf uns zuspringt und direkt umbringt. Was wir jetzt wissen, ist, dass es irgendwo auf der Map rumsteht und wir uns darum kümmern müssen, dass es verschwindet, damit wir hier dann alles erledigt haben. Es ist wieder dunkel. Oder? Nee. Es ist hell. Okay, hier haben wir es. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Ich werde mich einfach ganz langsam ranschleichen mit der Kamera. Denn ich bin eben gerannt und ich glaube, es liegt daran, dass es uns killt, wenn wir rennen. Ich gehe einfach mal geradeaus. Ich achte jetzt nicht auf Geräusche. Es kann sein, dass wir eventuell nur rennen dürfen oder uns fortbewegen dürfen, wenn er keine Geräusche macht. Gut, dann testen wir das als zweites. Immer wenn er keine Geräusche macht, einen Schritt nach vorne. Okay. Licht aus. Licht aus? Scheiße. Macht die Kamera Licht? Sieht so aus, oder? Okay. Ich werde das jetzt hinkriegen. So.
So, hier im Todesbildschirm beende ich diesen Part. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oder Tag. Fuck off.